Aktiv im Leben heißt es jetzt hier bei uns in dieser Sendung, liebe Zuschauer. Und da widmen wir uns mal dem Thema, ja, hören im weitesten Sinne. Weil oftmals hat man es ja dann doch so, dass man sagt, ja, so ganz verstanden habe ich das nicht. Kann man das nochmal wiederholen, bitte? Gerade vielleicht auch, wenn man so in der Gruppe zusammen ist, wo mehrere Personen oder viele Personen gleichzeitig reden oder jemand, der da hinten so ein bisschen in die Ecke flüstert oder ein bisschen Stimmprobleme hat. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Da muss man wirklich manchmal wirklich sehr, 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 sehr genau hinhören. Und wenn man dann zum Beispiel erkältet ist, wie ich jetzt gerade, dann wird es umso schlimmer. Oder manche haben da ja auch dauerhaft Probleme mit. Aber da gibt es so wunderbare Lösungen für Sie, liebe Zuschauer, kann ich Ihnen versprechen, die wir Ihnen in dieser Sendung vorstellen möchten, wo man eben halt nicht mehr nachfragen muss, wo man nicht mehr andere nerven muss, sondern wo man alles glasklar versteht. Jedes gesprochene Wort und das eben halt nicht nur im Raum, sondern auch aus der Ferne. Da sind wir nämlich beim Thema Telefonie, Smartphone und Co. Und da sind ja, ja, Handys gibt es viele, ich weiß, Smartphones gibt es viele, aber die, die wir Ihnen hier vorstellen wollen, werden, die haben was ganz Besonderes. Die haben nämlich eine Notruffunktion. Wie das Ganze aussieht, wie das funktioniert und was Sie sonst alles noch wissen müssen, wird Ihnen jetzt mein geschätzter Kollege Ralf erklären. Ja, gerade wenn es um Telefone geht und gerade neue Smartphones, sind viele ältere Mitmenschen einfach schlicht überfordert. Also ich sehe das an meiner Generation über mir, meinen Eltern, bei vielen sind es vielleicht die Großeltern, dann setzt vielleicht noch eine leichte Demenz ein und dann Smartphone, da sagt man, nee, will ich nicht. Also ich habe das selber schon wortwörtlich gehört, lasst mich in Ruhe mit dem Scheißdreck. Vielleicht Sie auch. Aber ich als Angehöriger mache mir trotzdem Sorgen. Ich kann ja nicht rund um die Uhr bei meinen Eltern oder Großeltern sein. Ich muss ja auch arbeiten gehen, aber ich möchte, dass Sie sich mitteilen können. Und zwar mobil. Und zwar auch, wenn was passiert oder wenn Sie einfach mal irgendein Problemchen haben. Und da hilft natürlich ein ganz einfaches Klapphandy. Das sehen Sie jetzt. Das ist extra für Senioren konzipiert. Es schaltet sich automatisch ein, sobald ich es aufklappe. Hat unglaublich großzügige Tasten. Ich als Angehöriger habe jetzt auch die Möglichkeit, oder wenn der Senior noch dazu natürlich das auch kann, überhaupt kein Problem, dass er es selber macht, aber ich würde es als Angehöriger einrichten, 3 Kurzwahlen hier zu hinterlegen. Das kann der Sohn, die Tochter oder Enkel sein und das hier schon mal zu kommunizieren. So einfach kann das sein. Jetzt sehen Sie großzügige Tasten. Übrigens, wenn ich die wähle, wird auch immer angesagt. Hören Sie das? Was ich wähle. Ja, also das ist also auch einfach, selbst wenn man ein bisschen mit den Augen Probleme hat. Auch eine weitere Option ist hier dieser Bildschirm außen. Ich kann jetzt bei mir, beim Einrichten des Smartphones, meine Nummer mit einem Foto hinterlegen. Schieße ich einfach ein Foto von mir und lege das hier drauf. Wenn ich jetzt meinen Vater, meinen Großvater oder wen auch immer anrufe, sieht er sofort auf dem Display, wer anruft. Macht auf und telefoniert. Aber auch noch weitere Optionen, bevor wir zur Hauptoption kommen. Sie hier sehen Sie, ist ein ganz großes Display mit verschiedenen Einträgen. Telefonbuch habe ich natürlich. Sie sehen hier SMS zum Beispiel und auch hier einen Wecker, den ich einstellen kann. Aber das hier ist für mich nochmal der Hammer. Und zwar eine Lupe. Sie sehen, okay, jetzt bestätige ich es. Und jetzt wird alles, was vor oder hinter diesem Bereich ist, der Linse, wird vergrößert. Das kann sehr hilfreich sein. Zum Beispiel, ja, jetzt sehen wir Lutz mal ganz groß. Zum Beispiel beim Lesen eines Fahrplans oder Ähnlichem. Aber jetzt geht es natürlich um die Sorge, was ist, wenn mal was passiert. Und jetzt muss ich natürlich meinen Senior impfen, dass er dieses Gerät immer dabei hat. Das passt in jede Hemdtasche, das wiegt fast nichts. Und dann wird es interessant auf der Rückseite. Hier sehen wir symbolisch auch natürlich rot einen Knopf. Der ist auch etwas vertieft, das heißt, den kann ich nicht aus Versehen mal berühren in der Hemdtasche, sondern ich muss gezielt draufdrücken. Und wenn ich das jetzt 2 Sekunden mache, und dann werden vom Telefon automatisch 5 hinterlegte Rufnummern angerufen und zwar so lange, bis einer dieser 5 Personen abnimmt. Gleichzeitig geht das Telefon sofort auf Freisprechen. Das heißt, ich muss es nicht mal mehr aufklappen, sondern ich kann warten als Senior, bis jemand dran geht und dann sage ich jetzt zum Beispiel, wenn mein Sohn dran geht, du, oh, ich sitze im Stadtpark, ich habe gerade Kreislaufprobleme, komm doch bitte vorbei. Ja, oder solche Sachen, oder wenn es ganz schlimm ist, ich habe es am Herz, ich bin im Park, dann kann der Angehörige sofort den Notarzt anrufen und verständigen. Dieses Gerät hilft mir, mich sicherer zu fühlen, wenn mein Angehöriger, mein etwas älterer Angehöriger in einer Notsituation ist, dass er sich noch verständlich machen kann.
Ich kenne das wirklich auch aus dem eigenen Bekannten- und Verwandtenkreis, dass die Älteren, die jetzt 70 und 80 Jahre alt sind, die im Berufsleben noch nie was mit dem Computer zu tun haben, Angst haben vor Smartphones und dann lieber ohne irgendwelche Kommunikationsmöglichkeiten rausgehen. Man kennt vielleicht auch diese Horror-Stories, Senior oder Seniorin im Wald gefunden, weil sie sich nicht verständlich machen konnten. Und ich möchte, dass meine Angehörigen sich verständlich machen können. Auch wenn sie ein bisschen Angst vor Smartphones haben, kann ich auch verstehen, ist ja ein Computer, ist ja so viel Technik. Vor diesem Gerät braucht man keine Angst zu haben. Und hier sehen wir noch ein weiteres Highlight, das ist nämlich die Ladestation. Ja, darin wird das geladen und zwar einfach reingestellt, nicht wie, du kennst das ja von Smartphones mit dem Stecker. Das ist ja auch schon wieder kompliziert. Ist auch sehr diffizil, den reinzustecken. Hier einfach in die Ladestation reingemacht und schon haben wir hier die Ladung und dann natürlich den Senior bitte impfen. Er soll jedes Mal, wenn er das Haus verlässt, das Smartphone einstecken. Sie können ihn erreichen, er kann Sie im Notfall erreichen und wenn es ganz schlimm kommt, über die SOS-Taste mit dem Garant Premium Anrufsystem auf sich aufmerksam zu machen. Bei diesem Klapphandy ist übrigens auch noch wichtig, dass es hörgerätkompatibel ist. Ja, also auch jemand, der schlecht hört, kann mit diesem Smartphone jetzt umgehen. Das ist noch ein weiteres Highlight. PX 2971 und die 569, das ist unsere Bestellnummer für dieses erste Gerät. PX 2971 und die 569, unser Pearl-TV-Sonderpreis, jetzt für die nächsten zwei Stunden, 56,91 Euro. Also jetzt schnell anrufen, da können Sie zusätzlich auch noch mit unserem Pearl-TV-Sonderpreis jetzt tüchtig sparen. Aber eine Frage habe ich noch mal an dich, Ralf. Ja. Du hast gerade gesagt, man kann 5 Rufnummern hinterlegen. Ja. Wie bekommt das Gerät denn jetzt mit, ob da nur ein Anruf beantwortet? Das merkt es automatisch und reagiert dann, weil das merkt, also es geht auf Sprachnachricht. Es muss eine Antwort kommen, eine aktive Antwort. Und nur dann wird das eben als Anruf gewertet und dementsprechend schaltet dann die Premium. Dann weiß man, jetzt ist einer verbunden. Also Anrufbeantworter oder Ähnliches werden hier überhaupt nicht berücksichtigt, auch wenn es besetzt ist oder Ähnliches. Oder es wird wiederholt, solange bis jemand live ans Telefon geht. Also da kann man sich dann wirklich sicher sein, nicht nur als Senior, sage ich, jetzt mal verallgemeinert als Hilfsbedürftiger, sondern eben auch als Angehörige, dass man weiß, da ist alles in Ordnung. Nicht, dass man da denkt, Mensch, jetzt habe ich aber schon wieder 2 Tage nichts gehört, ist da alles in Ordnung und so. Also das ist eine super Lösung. Jetzt gibt es ja aber auch Mitmenschen, die sagen, ja, alles gut und schön, aber selbst das ist mir vielleicht noch zu kompliziert. Gibt es da nicht noch was Einfaches? Ja, ich würde sogar eher auf die Angehörigen gehen, die sagen, oh, ich glaube, dass mein Vater, mein Opa packt das nicht. Der hat schon eine leichte Demenz. Ich muss es so leicht wie möglich machen. Aber auch ich will mich in Sicherheit fühlen. Aber damit wäre schon er schon überfordert. Dann haben wir noch eine andere Variante. Und die zeige ich Ihnen jetzt. Jetzt legen wir das Klapphandy weg und gehen zum anderen Handy. Und ich habe das gleich einmal so, wie es zu Ihnen kommt. Und einmal als Beispiel. Das schauen wir uns gleich an. Sie sehen, dieses Handy besteht aus wenigen Tasten. Hier oben haben Sie die Möglichkeit, Fotos hineinzumachen. Und zwar ganz einfach, Sie richten das ein. Übrigens, wie das erste Handy, absolut vertragsfrei. Sie legen eine SIM-Karte Ihrer Wahl ein. Das kann eine Prepaid-Karte sein. Und jetzt sehen wir, hier habe ich 4 Fotos hinterlegt. Das sind die 4 Ziffern. 1, 2, 3, 4. Und wenn ich jetzt auf Ziffer 1 drücke, dann rufe ich die Person, das Bild in Nummer 1 an. Also 2, den jungen Herrn 3, da oben 4. Links in genau. der Ecke, also alles klar. Kinder, ja, Angehörige, vielleicht sogar den Hausarzt, je nachdem, was für ein Kontakt man da hat. Das ist alles, was ich hier an diesem Handy machen muss. Und das ist jetzt für etwas schon vielleicht mit ein bisschen Demenz ausgestattete Menschen, wo ich trotzdem möchte, dass sie erreichbar sind. Auch hier eine großzügige Ladestation. Hier lädt das immer wieder auf. Und hier ist auch ganz, ganz wichtig. Also es hat noch Zusatzoptionen. Ich könnte sogar Radio hören, eine Taschenlampe. Hi. Aber hier ist für mich ganz, ganz wichtig auch wieder die Rückseite. Und das muss ich einfach dem Senior oder der Seniorin dann einimpfen. Auch hier wieder der SOS-Knopf. Und jetzt ist das ja wirklich ein Handy für schon fast hilfsbedürftige Menschen, die also schon im normalen Betrieb, ich sag mal, ein klein wenig Probleme mit der Umwelt haben. Aber gerade für die müssen wir ja da sein, weil ich bedenke, wenn das meine Eltern oder Großeltern sind, ja, als ich klein in den Windeln lag und hilflos war, waren die für mich da. Und das müssen wir jetzt umdrehen. Jetzt müssen wir für die Älteren da sein. Genau. Aber wir können nicht 24 Stunden da sein. Und deshalb gibt es diesen roten Knopf. Auch hier Premium-Garant-Anruf.
Also einmal gedrückt hier werden 5 Nummern angerufen und der, also wer sich zuerst rangeht, der wird hier verbunden mit dem Senior oder der Seniorin und kann mit ihr sprechen. Aber wenn niemand dran geht, nach einer geraumen Zeit, dann macht dieses Telefon etwas ganz Fantastisches. Es wählt automatisch den Notruf 112. Aber nur, wenn niemand dran geht, sonst übernimmt das der Angehörige. Aber jetzt mal angenommen, mitten in der Nacht, 2 Uhr, es kann keiner dran gehen, weil jeder schläft oder es nicht hört, dann würde sofort der Notruf dran gehen und dann kann der Senior sein Problem hier lösen. Und noch was weiteres ist ganz, ganz wichtig. Ich muss jetzt nicht mal das Smartphone in die Hand nehmen, um es zu programmieren als Angehöriger. Ich kann das per SMS machen. Jetzt angenommen, das hier ist der Sohn und der geht in Urlaub und sagt, oh, wenn jetzt was wäre, ja, dann bin ich ja gar nicht da. Dahinter lege ich jetzt meinen Bruder, der ist auch dafür da zum Beispiel, ja, oder jemand anders, dann kann ich das per SMS ansteuern. Das ist auch nochmal sensationell. Also, und trotzdem weiß ich, mein Angehöriger, der nicht mehr ganz so fit ist, vielleicht körperlich, aber auch geistig, der kann trotzdem auf sich aufmerksam machen, weil ich glaube, das kann ich jedem erklären, dass man sagt, komm, wenn was ist, drück auf den Knopf, wir sind für dich da. Ja, und wir sind für Sie da, liebe Zuschauer, mit unseren fantastischen Pearl TV Sonderpreisen, weil das haben Sie bestimmt schon gesehen, 25,56 Euro. Das ist doch mal ein Kracherpreis, oder? Für ein Handy, einfach zu bedienen und trotzdem so effektiv, sogar mit dem Garantruf Premium, mit unserem Notrufsystem. Und das Ganze für 25,56 Euro. Ich finde das sensationell. Ich nenne Ihnen noch schnell die Bestellnummer. Das ist die ZX2906 und die 569. Das war unser zweites Modell zum Thema Mobiltelefon. So, jetzt haben wir aber natürlich auch all jene Fälle, wenn Sie sagen, ja, okay, wunderbar, aber bei mir zum Beispiel mein Vater, meine Mutter oder wer auch immer, der hatte auch noch so ein bisschen Probleme beim Hören, wenn ich zum Beispiel da bin und wir uns unterhalten, da sitzen wir so am Tisch und da kommen halt auch immer wieder mal dieses, kannst du das nochmal sagen? Auch das kenne ich aus eigener Erfahrung, kann schnell nervig werden, auch da haben wir eine wunderbare Lösung für Sie. Ja, und wenn man das selber betroffen ist und das fängt ja teilweise schon in jungen Jahren an, je nach Job und nach Lärmbelästigung, dann fängt das schleichend an und es ist einem selber peinlich. Ich bin Gott sei Dank noch nicht in der Situation, aber mit den Augen habe ich das auch bis zum 40. Lebensjahr gesagt, ich sehe gestochen scharf, jetzt sehe ich gar nichts mehr auf kürze Distanz. Ich brauche eine Lesebrille. Und genauso kann das auch mit dem Gehör gehen. Und jetzt gibt es aber eine Einstufung dazwischen drin, wo der Arzt sagt, ja okay, Sie hören zwar schlecht, aber das ist noch nicht so relevant, dass wir da irgendwas bei der Krankenkasse beantragen könnten. Hier habe ich jetzt die Möglichkeit, mein Gehör wieder zu verstärken. Weil es ist ja nicht nur, dass es einem unangenehm ist, dass man nicht mehr gut hört, sondern, also Sie sehen, es ist ein Paar, ich nehme jetzt nochmal eins raus, sondern es ist auch, dass du sozial ausgegrenzt wirst. Das ist auch so ein schleichender Prozess. Aber wenn du in Gesprächen immer wieder, wie bitte, was hast du gesagt, dann fragst, dann werden die Gesprächspartner auch ein bisschen ungeduldig. Das ist eine ganz natürliche Reaktion. Das ist auch nicht boshaft von denen. Die sagen dann plötzlich nur noch kürzere Sätze, die lauter. Und wenn es dann noch nicht gehört wird, dann reduziert sich es auf die Hauptwörter und die werden geschrien. Und damit ist man raus aus dem sozialen Leben. So ein kleines Hilfsmittel, ein hinter dem Ohr Hörverstärker, den man wirklich nicht spürt und nicht sieht, der kann helfen. Das Ohrpassstück, da haben wir drei verschiedene, je nach Ohr, kommt ins Ohr. Dieses Kabel ist das einzige, was man sieht, weil das hier verschwindet hinterm Ohr. Und das verstärkt jetzt bis zu einer Lautstärke von 125 Dezibel, also wow. Verstärkung Maximallautstärke um 40 Dezibel. Also da nimmt man dann wieder am aktiven Leben teil. 2 Stück, also für beide Ohren und weil natürlich beide Ohren oftmals nie unterschiedlich nachlassen, auch die Lautstärkeregelung entsprechend einstellbar. Schön finde ich hier, ich muss hier nicht laufend Knopfzellen oder ähnliches nachkaufen, Lutz, sondern das Ganze ist akkubetrieben. Wir haben eine unglaubliche Akkulaufzeit von 40 Stunden und eine Ladeschale ist mit dabei. Also im Normalfall hast du das, ja, sage ich mal, tagsüber 16 Stunden am Ohr und 8 Stunden machst du es wieder in die Ladebuchse, dann wird der Akku niemals leer werden, aber wir haben noch ein bisschen Reserve, bis zu 40 Stunden Akkulaufzeit. Bisschen Reserve ist gut hier. Also und vor allen Dingen, Sie bekommen ja für 37,91 Euro das Set. Also entweder, wenn Sie sagen, linkes Ohr und rechtes Ohr, kann man dann natürlich auch dementsprechend die Lautstärke individuell links und rechts unabhängig voneinander regulieren. Oder Sie sagen auch, eigentlich brauche ich nur auf einer Seite eins oder vielleicht auch der Partner eins, dann kann man sich das Ganze teilen. Das oder man
hat einfach noch eins in Reserve, dass man sagt, falls mal irgendwas ist oder eins liegt immer vielleicht im Auto oder in der Tasche oder irgendwo sowas. Also das ist jetzt das Komplettset, so wie es hier ist. Zwei von diesen hinter den Ohrverstärkern inklusive dieser Ladebuchse hier und der Ladeschale und das Ganze jetzt für gerade mal 37,91 €. Ja, und noch eine technische Option ist herausragend, weil die Hauptverstärkung, das ist ja ein Hörverstärker, findet in einem Frequenzbereich statt, der zwischen 300 und 4000 Hertz liegt. Das heißt, das ist genau der Bereich, wo sich die menschliche Stimme zum größten Teil abspielt. Unter 300 Hertz, da sagt der Fachmann oftmals Trittschall dazu. Das wird übrigens in Tonstudios oder bei Aufnahmen immer komplett weggecuttet, ja, weil es nur stört. Hier wird es gar nicht verstärkt. Und das über 4000, das sind dann diese Psst, diese ganz hohen Psst-Werte, die muss ich auch nicht unbedingt verstärken. Hier wird die Stimme verstärkt und das heißt, es fällt noch einfacher, Gesprächen wieder zu folgen oder dem Fernsehprogramm zu folgen oder auch nur, und das wird für manche schon eine Wohltat sein, endlich mal wieder alles zu verstehen, was der Nachrichtensprecher in der Tagesschau sagt. LX 9094 und die 569, das ist die Bestellnummer für diesen wunderbaren hinter dem Ohr Hörverstärker. Das Paar wohlgemerkt. Für 37,91 € unser Pearl-TV-Sonderpreis für die nächsten 2 Stunden. Sie sehen über den Preis ja auch immer die Uhrzeit. Bis zu dieser Uhrzeit, exakt auf die Minute, ist unser Pearl-TV-Sonderpreis gültig. Danach würden Sie wieder den regulären Katalogpreis zahlen. Muss ja nicht sein. Deswegen jetzt ganz schnell zum Hörer greifen, jetzt anrufen oder natürlich auch online bestellen unter www.pearl.tv. Ich nenne hier noch mal kurz die Bestellnummer. Das ist die NX 9094 und die 569. Da bekommen Sie das hier inklusive sogar dieser Transportbox. Jetzt war das aber natürlich ein bisschen viel auf einmal hier mit Bestellnummern, allem drum und dran. Deswegen fassen wir für Sie noch mal zusammen. Ja, ein Handy haben wir hier, ein Seniorenhandy, Notrufhandy, speziell für Senioren konzipiert, weil es sich auf Wesentliche konzentriert. Große Tasten, großes Display, kein Schnickschnack, alles nur ganz einfach. 3 Nummern zu hinterlegen, wenn ich möchte, auch diese Nummer mit Fotos hinterlegen, sodass ich weiß, dass ich anrufe. Und das Wichtigste neben Lesehilfe, Hörgerätkompatibilität ist auch die Notruftaste mit Garant Premium. Hier einmal länger draufdrücken und Ihr Angehöriger wird sofort mit 5 Nummern verbunden, beziehungsweise die werden versucht anzurufen, bis einer den Anruf entgegennimmt und somit kann ich mich als Angehöriger sicher fühlen, dass mein Senior sich im Notfall zu helfen weiß. Ja, also toll, 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 aber man muss ja vorbeugen. Hier ist die Bestellnummer, die PX 2971 und die 569, Kostenpunkt 56,91 €. Übrigens, vertragsfrei und SIM-lockfrei. Richtig, vertrags- und SIM-lockfrei gilt auch für das nächste. Und das ist jetzt für die, die auch mit der ersten Technik des Klapphandys ein bisschen überfordert wären. Wenn so ein bisschen Altersdemenz einsetzt, aber Sie möchten trotzdem, dass Ihr Senior erreichbar ist, dann können Sie das mit diesem Handy machen. Auch vertrags- und SIM-lockfrei. Und Sie sehen einfach 4 Nummern einwählen. Die Bilder dazu obendrauf. Da muss ich mir keine Nummer merken, sondern das ist Karl, das ist Sabine und so weiter. Und der Senior drückt nur auf den Knopf. Und hier auch nochmal mit der SOS-Funktion. Und wenn keiner von den 5 Nummern dran geht, wird sogar hier der Notruf 112 nach einer gewissen Zeit gewählt. So kann ich mir sicher sein, dass im Notfall meinem Angehörigen geholfen wird. Sicherheit, einfache Bedienung und vor allen Dingen ein Spitzenpreis. 25,56 €. Bestellnummer hier lautet ZX2906 und dann die 569. Wir üben das zusammen. So, damit kommen wir zu unserem hinter dem Ohrverstärker. Da fange ich jetzt mal an mit der Bestellnummer, wenn ich schon im Fluss bin. NX9094 und die 569. NX9094 und dann noch die 569. Unser Pearl-TV-Sonderpreis hier 37,91 €. Ja, eine enorme Hilfe, wenn eben diese schleichende Schwerhörigkeit einsetzt. Bei Ihnen oder bei einem Angehörigen einfach hinter dem Ohr den Verstärker, daher auch der Name, ansetzen. Das Ohrpassstück, das in 3 Größen mitgeliefert wird, kommt ins Ohr. Und jetzt kann ich bis zu einer Lautstärke von 125 Dezibel verstärken. Und das genau im Sprachbereich. Akkubetrieben, das heißt keine Batterien oder Knopfzellen kaufen. Und ein unglaublicher Tragekomfort hier. Sie sehen, es sind auch gleich 2 Stück für diesen Preis. Also ich glaube, dann nimmt man wieder, obwohl man ein bisschen beeinträchtigt ist durch die Hörleistung, aktiv am Leben teil.
aktiv im Leben, das war das Thema dieser Sendung. Wir haben Ihnen drei wunderschöne Produkte, vor allen Dingen auch mit wunderschönen Preisen vorgestellt. Sie erinnern sich, hinter dem Ohrhörverstärker die beiden Senioren-Handys. Eins super einfach, leichter geht es wirklich nicht mehr mit den 4 Fotos und den 4 Tasten für gerade mal 25,56 Euro. Oder eben halt auch unser, naja, Luxusmodell, sage ich mal, wenn es ein bisschen komplizierter werden darf mit der Tastatur, dem Klapphandy. Beide haben diesen tollen Notruf-Garantruf-Premium, wo man sich auch als Angehöriger wieder sicher sein kann. Das sind doch wirklich mal Spitzenpreise, Spitzenprodukte. Deswegen jetzt bitte anrufen und bestellen und dann vielleicht den entsprechenden Angehörigen verschenken.